Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon, another story bei meinem lieblingsliebsten Lieblingsgegner. Ich habe so eine Panik davor. Das letzte Mal, als ich an diesem Gegner stand, also ich kann mich nicht an viele Sachen aus dem Spiel erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, das letzte Mal, als ich an diesem Gegner stand, war das ein unglaublich nerviger und langer Kampf. Diesmal bin ich aber... Wusste ich aber, worauf ich mich einlasse und habe massiv gelevelt. Ich glaube, irgendwas mit 10 Stufen. Der Stream kann es bezeugen. Das haben wir alles in einer Aufnahme gemacht. Ich habe dafür nicht lange gebraucht, weil ich ja meine Turbo-Taste habe. Und ja, kleinen Moment. Habe ich volle Lebenspunkte? Ja, volle Lebenspunkte haben wir auch. Perfekt. Dann können wir mal weitergehen. Ja, es gibt Gegenstände, die mir Statuseffekte vom Hals halten. Okay, nein. Du erinnerst dich daran, dass du die ganze Zeit Gift abgekriegt hast? Nein, ich erinnere mich nicht daran, dass ich die ganze Zeit Gift abgekriegt habe. Ernsthaft? Wir müssen hier noch gar nicht hin? Och, Menno! Das macht die Sache jetzt ärgerlich. Aber haben die nicht gesagt, dass die in... deswegen meinte ich, wir sind ein bisschen OP. Das waren die Gegner, die wir... sonst immer mit einem Schlag... nein, die so ewig lange gedauert haben. Die machen wir jetzt mit einem Schlag platt. Oh, teilweise mit einem Schlag. Ich habe schon gespeichert, ja. Smatsch. Sehr schön. Okay, ich drücke jetzt mal links und rechts gleichzeitig, damit wir ein bisschen schneller laufen. Aber ich dachte, der ist hier. Das hieß doch in der Höhle. Der ist auch in die Höhle im Norden gegangen, hieß es. Der olle Doktor. Hm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Oh, gibt es hier noch irgendwo einen anderen Ort? Oh, eine andere Höhle? Du nickst so? Es gab zwei Höhlen. Boah, 109? Jetzt übertreiben wir hier aber. 112. Ich frage mich, was ich mit diesen Puzzleteilen machen kann. Das Doofe ist dieses Rennen. Was? Ernsthaft? Ein Bild erstellen? Nicht sicher. So. Boah, gab es hier einfach nur einen zweiten Weg? Nee, ne? Es muss noch eine andere Höhle geben. Im Norden. Das Gute ist, dass die Kämpfe jetzt nicht mehr so lange dauern. Außerdem machen die nicht mehr so viel Schaden. Bei 244 Lebenspunkten sind drei so... Aha. Okay. Hoch hier. Und wieder raus. Dann suchen wir die andere Höhle. Wenn es noch eine andere Höhle gibt. So. Die halten alle nichts mehr aus. Oder ich renne nochmal kurz ins Dorf. Vielleicht habe ich nur halbherzig gelesen. Oder es gibt eine Höhle im Süden. Wenn es nicht die Höhle im Norden war. Hast du denn das Heilmittel schon? Nee, ich habe das Heilmittel noch nicht. Nein, ich bin dem Typ noch nicht begegnet. Das ist mir ja klar, dass ich erstmal den Dr. Schwarz suchen muss. Aber Moment, hey, bist du nicht hergekommen, nicht wahr? Die Medizin vom Doktor ist wirklich toll. Ja, super. Wo ist der Doktor? Kommst du aus dem Kainesdorf? Ziemlich stark, draußen so viele Monster. Nee, hier unten war doch eine Frau mit ihrem Kind, was die ganze Zeit geröchelt hat oder irgendwie so. Hier. So. Ich denke, dieses Kind sollte den Doktor im Norden aufsuchen. Er ist aber im Moment nicht da. Hachi. Okay. Wir wissen, der Doktor im Norden. Der Doktor ist im Norden. Es scheint, als hättest du dich erkältet. Du solltest Dr. Schwarz aufsuchen. Ich suche Dr. Schwarz. Aber wo? Dr. Schwarz ist ein guter Arzt. Er hat eine ruhige Hand. Ich will auch so werden wie sein... Aber sein Charakter. Okay.
Nee, nee, das. Ich will ja. Ich suche ja nach Hinweisen, wo der Doktor sein könnte. Hier war ich gerade schon. Vielleicht weiß einer der Dorfbewohner, wo er ist. Oh, ah nee, das ist keine Kiste, schade. Du bist seltsam, du siehst so anders aus. Sehen alle in deinem Dorf so aus wie du? Naja, manche schon. Normalerweise haben die keine blauen Haare. So. Was ist hier? Mädchen können Accessoires tragen, richtig? Ja, Jungs aber auch. Wenn du ein Mädchen, wenn ich ein Mädchen wäre, könnte... Was? Wenn ich ein Mädchen wäre, könnte ich Accessoires tragen. Was denn? Meine Mutter sammelt Accessoires. Dann soll sie mir welche geben. Ich brauche Accessoires. Ist das hier ein anderes Haus? Ja, Tatsache. Ich bin gerade beschäftigt. Ich muss mich um viele Sachen kümmern. Okay. Er ist anscheinend nicht hier. Welch ein wundersamer Zufall. Aber es sagt mir auch keiner, wo er ist. Na gut, ich laufe jetzt einfach nochmal zurück ins Dorf. Also ins andere Dorf. In der Hoffnung, dass die mir sagen können, dass die mir helfen können. Nee, nicht nach oben. Nach oben, da ist die Höhle. Ich muss ins Dorf. Um zu sagen, der Arzt ist nicht da. Wuh, wuh, wuh. Zumindest ist das so... Moment. Das ist eine neue Höhle. Aber mit den gleichen Gegnern? Ich glaube nicht. Habe ich hier vielleicht einfach nur eine Richtung verpasst? Nee, da ist Luna P. Und das liegt... Achso, ich bin echt in eine falsche Höhle gelaufen. Lol. Na egal. Jetzt scheint es wohl die richtige Höhle zu sein. Hm, möchtest du das Spiel speichern? Ja, wenn ich schon mal hier bin. Warum denn auch nicht? So, hier ist nichts weiter. Du findest einen Saphir-Ohrring. Hm. Aber auch hier ist der... Ist nicht der Arzt. Aber für... Was? Aber ist das nicht seine Höhle? Ich glaube schon. Aber da ist noch ein zweiter Weg gewesen. Vielleicht ist er da irgendwie, keine Ahnung, irgendwo runtergefallen oder so. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. So, hier geht's nämlich nochmal weiter. Schauen wir doch einfach mal hier entlang. Make-up! Make-up! Boah, ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich in einer Maske arbeiten würde. Läufst hier so nichtsahnend durch die Gegend und die ganze Zeit ruft jemand: Make-up! 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 Mein Turf verrutscht, meine Nase hängt schief. Holt den Tacker, mein Gesicht hängt raus. Und immer schön drüber tuschen. Ich finde es schön, dass diese Attacke noch nicht einmal gesessen hat. Ich frage mich aber gerade, bei den Accessoires, ob der was der Saphir-Ohrring bringt. Dieser Saphir-Ohrring liefert mehr Tempo und ein bisschen Verteidigung. Ach Moment, dieser Saphir-Ohrring erhöht sogar noch die Verteidigung und das Tempo und das Ausweichen und den Angriff. Her damit! Den solltest du weitertragen, Amy. Wenn wir hier schon... Oh, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ah ja, guck mal, hier ist sein Drogenlabor. Entschuldigung.
Er tut einfach nichts. Hallo, jemand zu Hause? Hä? Sind Sie zufällig Dr. Schwarz? Hm, ja, ich bin Schwarz. Du, wie bist du hier hergelangt? Draußen befinden sich so viele Monster. Hä? Hihihihi. Hihihi. Meine Liebe, dürfte ich dich nach deinem Alter fragen? Ich bin 15. Ausgezeichnet. Ich werde dieses Jahr 60. Wann hast du Geburtstag? Am 20. September. Nun dann, meine Hübsche. Du bist eine Virgo, Jungfrau, nicht wahr? Ja. Hast du einen Freund? Ja, ich bin mit Ryo Urawa zusammen. Ich bin wegen einer sehr wichtigen Sache hier. Oh, es tut mir leid. Bei so süßen Mädchen wie dir verliere ich schnell den Kopf. Was für ein Perversling. Was war das? Oh nein. Nichts. Was wolltest du mir erzählen? Es geht um die Mutter von Hans aus Keines. Sie ist sehr krank. Oh, ich verstehe. Und nun möchtest du, dass ich sie besuche, richtig? Aber das Problem ist, außerhalb dieser Höhle sind so viele Monster. Also, ich kann rausgehen. Doktor, ich könnte sie begleiten. Wir gehen gemeinsam nach Keines. Oh, in Ordnung. Ich habe ein Date mit diesem süßen Mädchen. Es ist nun schon so lange her. Okay, auch wenn der Doktor da ist, plündere ich ihn erstmal. Oh krass, noch ein Saphirring. Sweet. Es ist außerhalb dieser Höhle sehr gefährlich. Ich war hier gefangen. Ja, okay. Alles klar. Aber dadurch, dass wir jetzt noch einen zweiten Saphirring haben, ist das bombastisch. Weil der zweite Saphirring, den kann ich nämlich gleich wieder gegen das Diadem austauschen. Und wait. Der reduziert ja meine Verteidigung. Aber erhöht Ausweichen und Tempo. Und meinen Angriff beträchtlich. Na komm, nehmen wir. Why not? Na dann, wollen wir mal loslaufen. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier machen. 206 Schaden. Joa, Peanuts. Ich mache jetzt nur so viel Schaden, wie ich fast Lebenspunkte habe. Und es kommen immer mehr Gegner. Und immer mehr Gegner. Und immer mehr Gegner. Aber egal. Ich match dich. So. Einmal hier entlang. Und da entlang. Und dann gleich wieder aus der Höhle raus. Dann müssen wir irgendwie einen Weg nach Westen wiederfinden. Oh, krass. Aber die kriegen auch ganz schön Lack jetzt mit 158 Schaden. Wenn ich bedenke, dass die uns echt das Leben schwer gemacht haben kurzzeitig. So. Nee. Hier lang? Ja. Lustig wäre es, wenn ich die Initiative so hoch hätte, dass ich zweimal angreifen kann, dann würden die nämlich gar nicht mehr zum Angreifen kommen. Ja, hab's verstanden. Also die Random Encounter sind ein Stück weit schlimmer als bei Pokémon. Was? Weg damit. Hinfort. Ihr komischen Viechers. So, ich glaube, jetzt bin ich hier auf dem richtigen Weg. Es gibt tatsächlich zwei Höhlen. Es gibt eine Höhle im Osten und eine im Norden. Im Westen und eine im Norden. Und ich dachte eigentlich, dass das Ganze hier
ein gemütlicher Wanderurlaub in den Alpen ist, wo der höchste Berg Europas ist, dessen Namen Amy nicht kennt. Na, wer kennt ihn? Wer weiß es? Wer weiß es? Was ist der höchste Berg Europas? Wenn mich nicht alles täuscht, der Mont Blanc. So, Hans, ich komme wegen dir und deiner Mutter. Vielen Dank, Merkur. Lassen Sie uns gehen, Dr. Schwarz. Sie ist dort drüben. Ah, jetzt weiß ich's. Sie braucht dringend etwas Haliomoos. Hä? Was für ein Moos? Nicht Moos, sondern Moos. Es ist das einzige Heilmittel für diese seltene Krankheit. Ich habe gerade nichts davon bei mir. Nun, wo könnten wir etwas Haliomoos herkriegen? Es gibt eine kleine Höhle hinter meinem Labor. Gut, dann werde ich hingehen und etwas davon holen. Es ist für jemanden wie dich zu gefährlich. Ich werde gehen und es holen. Nein. Für ein Mädchen wie dich ist es doch gefährlicher. Du kannst nicht hingehen. Ich verstehe. Also gut, lass uns zusammen gehen. Wir können einander helfen. Ich werde dir nicht zur Last fallen. Dr. Schwarz, wir gehen und holen das Haliomoos. Gut, Hans, ich werde mich um deine Mutter kümmern. Gut, Doktor. Ich schulde Ihnen etwas. Vielen Dank. Lass uns gehen, Merkur. Es ist sehr witzig, weil das so ein Hin und Her ist. So, du kannst da nicht raus, das sind Monster. Ich kann dich da nicht rauslassen, das sind Monster. Aber ich gehe hier nicht raus, das sind Monster. Okay, toll, Sackgasse. Das ist irgendwie so richtig schön widersprüchlich an der Stelle. Schmeckt. So, und wo hilft er mir? Ha? Wo hilft er mir? Dackelt mir nur hinterher. Ja, zu Last fallen tust du mir nicht, das ist richtig. Aber helfen bist hier auch zu schade, oder was? Die Drohnen sind viel zu gefährlich. Ich lauf den Monstern einfach weg. Und du verprügelst die. Mit deinen Fäusten. Ja, tatsächlich habe ich bisher nur Faustkampf gelernt. So. Jetzt muss ich mich weiter unten halten, weil ich jetzt wieder in die Höhle von dem Doktor rein muss. Und zwar dorthin, wo er mich erstmal nicht reinlassen wollte. Sehr witzig. So. Und da sind wir. Ich hoffe, dass es jetzt die Höhle ist, die wir brauchen. So. Hier unten lang, da oben war nichts. Außerdem einen Saphirring, den wir da gefunden haben. Aber der ist so, ja, okay. Nice to have, brauchen wir nicht mehr. Die Schläge, die wir hier einstecken, sind auch eher so... Naja, okay. Eins. Das bedeutet, der würde mich damit 220 Mal hitten müssen, damit ich damit umkippe. Okay, vielleicht sollte ich nicht unbedingt mit dem D-Pad spielen. Ich bin zu unfähig, mit dem D-Pad zu spielen. Aber das hat auch damit zu tun, man kann hier halt eben nicht schräg laufen und der erkennt halt eben die Position schräg oben irgendwie nicht so richtig. Also, dann hängt dann irgendwie ganz komisch. So, da sind wir wieder zurück und jetzt können wir hier in diese Höhle rein. Und oh nein, hier sind auch Monster. Ganz bestimmt. Die interessieren mich aber herzlich wenig. Da ist das Haliomoos. Ne? Na, kriegt das? Kriegt das? Er klettert? Nur ein kleines Stück noch. Erdbeben. Uah! Hans! Hans, bist du in Ordnung? Mir geht es gut. Hey, wo ist das Haliomoos? Ich hab's. Na? Könnte das... Das ist Zeusit, des Stein des Lichts. Wow, was geschieht hier? Ein Erdbeben.
Ich glaube eher ein epileptischer Anfall. Ah! Ah! Wo ist zur Sicht des Steins des Lichts hin? Ich frage mich, wo er hin ist. Aber ich sollte zuerst der Mutter von Hans das Hallio-Moos geben. Oder soll ich... Willst du zuerst Mutter von Hans gehen? Oder möchtest... Ja, komm. Natürlich. Ich muss zurück zur Mutter von Hans gehen. Hans, lass uns zuerst zu deiner Mutter zurückgehen. Sicher, Merkur? Ich helfe immer zuerst meinen Freunden. Der Stein kann warten. Ich muss zuerst das Schicksal einer anderen Person ändern. Also, Moment. Dieser Satz. Ich helfe immer meinen Freunden. Außer denen, die mittlerweile schon ein paar Mal die Welt gerettet haben. Die lasse ich jetzt erstmal hinten anstehen. Lass uns nicht streiten. Bringen wir das Hallio-Muster deiner Mutter. Ich danke dir. Gut, dann lass uns gehen. Nein, alles gut. Moment. Ich wollte gucken, ob hier nicht noch irgendwas ist. Ring, ring. Und wenn es halt eben nur ein paar Treffer verteilen ist. Nee, ich dachte, vielleicht findet man hier nochmal sowas wie... wie eine... Oh, Kiste. Ich sag ja, ne, dieser... The Random Encounter. Ich würde die ganz gerne ausstellen oder zumindest irgendwie reduzieren können. Stimmt, ich könnte auch flüchten. Aber dann würde ich ja Erfahrungspunkte verlieren. Dann lieber weniger und dafür weiterhin Erfahrungspunkte bekommen, als den Kämpfen zu entkommen, also vor den Kämpfen zu flüchten. Verstehst du? Aber ich glaube, ich habe mittlerweile so viele Erfahrungspunkte gesammelt, dass ich kaum noch welche bekomme. Also, oder zumindest, dass das Level-Up jetzt massiv lange dauert. Können wir mal kurz gucken, wie viele Erfahrungspunkte haben wir denn jetzt hier? Steht das nirgends? Oh, aber hier, Puzzle. Oh, alles klar. Ja, die Puzzleteile bauen ein Puzzle zusammen. Sehr witzig. Welches wir scheinbar schon ziemlich gut gefüllt haben. Durch diese ganzen Kämpfe. Ich frage mich, was das bringt. Ob es dann irgendwie so einen coolen Gegenstand oder so gibt. Keine Ahnung. Oder man kann das Puzzle dann verkaufen. Oder es gibt mehrere. Es gibt mehrere verschiedene Puzzle. Könnt ihr mal nachgucken. Wenn wir schon dieses lustige Feature bekommen. Stimmt, es gibt hier mehr als ein Ende von. Du hast dich schon gespoilert. Es gibt eine. Also es gibt noch. Es gibt wohl ein alternatives Ende, ja. Aber ich weiß nicht, wie man das auslöst. Also welche Kriterien man dafür erfüllen muss. Okay, das klingt gut. Erst einmal durch und dann spoilern. RIP. Kann es vielleicht aber auch damit zu tun haben, welche Entscheidungen man hier an manchen Stellen trifft. Je nachdem, ob ich erstmal den Freunden helfe oder erstmal, so wie Amy, der Mutter aus Apache hilft oder so. Bin mir nicht sicher. Aber das wäre eher so das, was typischerweise in einer der Folgen auftauchen würde. Erstmal den Notdürftigen helfen, bevor man... Genau, bevor man das eigene Ziel verfolgt. Jetzt ist sie gerettet und jetzt kümmere ich mich um dich, du böses Gegnervieh. Also einmal zur Wohnung von Hans. Die war hier oben, glaube ich. Nee, doch einen runter. So. Oh, ihr seid wieder da. Doktor, hier ist das Hallio-Moos. Oh, sehr gut. Ihr habt es gefunden.
Wenn ihr etwas später gekommen wärt, dann hätte es für deine Mutter sehr kritisch werden können, Hans. Gut, ich werde die Medizin zubereiten. Mutter, die Medizin ist da. Okay, und wir gehen jetzt ganz heimlich davon. Vielen Dank, Hans. Nicht nur ich habe dir geholfen. Merkur hat mich unterstützt. Wo ist Merkur hin? Die Medizin ist fertig. Hier, trinken Sie dies. Gluck, 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 gluck. Sie hat wieder Farbe in den Haaren. Ihr Gesicht ist wieder normal, sieht wieder normal aus. Oh, ja, jetzt wo du es sagst. Oh, und sie schläft. Sehr gut. Mutter! Du kannst ganz beruhigt sein. Es geht ihr gut. Du musst nur Geduld haben. Schon bald fühlt sie sich wie neu geboren. Herzlichen Dank, Dr. Schwarz. Hans, ich wünschte, ich könnte noch etwas bleiben, falls sie einen Rückfall erleidet oder zu Komplikationen kommt. Auf Wiedersehen, Hans. Oh. Warte, warte! Du gehst bereits? Ja, es tut mir leid, Hans. Kannst du nicht noch etwas warten, bevor du gehst? Ich kann nicht. Es gibt Dinge, die nicht warten können. Vielleicht könntest du, wenn das alles vorbei ist, zurückkehren und mich besuchen? Hä? Warte. Warte. Du kehrst eines Tages in dieses Dorf zurück, um mich wiederzusehen, nicht wahr? Hä? Das kommt nun so plötzlich. Ich kann nicht. Warte bitte. Es tut mir leid, so leid, Hans. Oh. Merkur. Okay. Wir sind jetzt endlich soweit. Jetzt müssen wir in diese andere Höhle, in der ich vorhin schon war. In der Hoffnung, dass wir nicht zu underleveled sind. Ansonsten wissen wir ja, wie es weitergeht. Leveln! So, hier hoch. Und jetzt immer schön weiter in den Norden laufen. Smack. Ich glaube, ich bin vorhin an der einen Höhle einfach vorbeigelaufen. Das war das Problem. Wie blinder Fisch. Einfach dran vorbei. Weil ich laufe jetzt eigentlich den Weg, um zur Höhle vom Doktor zu kommen. Und ja, ich bin echt dran vorbeigelaufen. Hier ist die Höhle vom Doktor. Und hier geht's quasi direkt weiter zu einer anderen Höhle. Haha, sehr witzig. Kleinen Moment mal. Ich muss mal ganz kurz bei den Accessoires was machen. Wir hatten ja diesen... Wir haben ja ein Diadem gegen... Ne, aber das hat den Angriff massiv erhöht. Das erhöht nur die Verteidigung. Und das macht... Armreif macht nichts, klar. Okay, ich dachte, ich könnte noch mal ein bisschen hier was rauskitzeln aus der guten Amy. Aber dann lassen wir's. So, hier ist die Höhle. Das wird schon gut gehen. Mit den Statuseffekten. Das wird schon gut gehen. Ich gucke mir einfach noch mal meine letzte Folge an. Und gucke, mit wie vielen Lebenspunkten ich da reingelaufen bin. Vielleicht habe ich ja Glück. So,
hier müsste gleich... Nee, eine Umdrehung müssen wir noch laufen. Und dann kommen wir an Luna P vorbei. Und dann werde ich nochmal ein Level machen, um mich zu heilen. Das sind so viele Gegner. Düdüp, düdüp. So. Luna P, möchtest du speichern? Ja. Ich möchte speichern. Und... Nein, ich möchte noch nicht speichern. Ich möchte erstmal ein Item nutzen. Und zwar... eine Schokolade. Um damit die Lebenspunkte von hier aufzubessern. Leg es auf den... Nimm dir etwas. I don't get it. Okay, im Kampf wiederbeleben, das brauchen wir hier nicht. Heilt alle deine Wunden. Hey, ich habe 31 Kotlets. Die heilen alle meine Wunden. Ich glaube, das ist genau das, was ich brauche. Komm, für 9 Lebenspunkte werde ich jetzt hier nicht nochmal so ein Ding einkaufen. So. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge und hoffen, dass der Kampf dann auch funktioniert. Ansonsten schrei ich. Bis gleich, bald, demnächst.